Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Leider hat in der... Oh, lol. Oh, nicht schon wieder ein Stau. Leider hat es die letzte Folge nicht aufgenommen, beziehungsweise nach der Aufnahme hat es irgendwie die Datei zerschmettert. Deswegen bringe ich euch kurz up to speed. Ich habe in der letzten Folge eine Stahlträgerproduktion hier gestartet, die sich hier befindet. Und hier haben wir Stahlträgerfahrzeuge, die Stahlträger von A nach B liefern, während wir noch den so überfüllt verkaufen, dass wir warten, dass er das alles verkauft kriegt. Aber mittlerweile hat er ein Upgrade gemacht, sehe ich gerade. Er kann aber immer noch ein Upgrade gleich machen, weil 3,6 haben wir schon lange überschritten. Bedeutet, er könnte Stufe 3 auch noch werden, wenn alles nach Plan läuft. Wäre natürlich genial. Schauen wir mal, was passiert. Wirklich viel habe ich sonst nicht gemacht. Ich habe bloß hier wieder ein bisschen umgebaut. Ich habe hier eine größere Wendestrecke eingebaut, was wir aber wahrscheinlich wieder ändern müssen, weil hier das auch dasselbe Problem ist wieder vorbereitet. Wir werden einfach diesen kompletten Teil vom Berg abreißen, weil wir es können. Aber erstmal würden wir wahrscheinlich bis hier vorne, da werden wir jetzt hier erstmal rummachen noch. Oder erstmal den Teil hier. Wir müssen schauen, wo kein Zug mal da fährt, so wie jetzt zum Beispiel. Und jetzt planieren wir erstmal das komplette Ebchen hier. So, zack. Jetzt können wir den Tunnel nämlich abreißen. Und machen hier erstmal die komplette Kurvenlage weg. So. Dann tun wir hier noch Ebenen. Perfekt. Man braucht ja so ein Vorher-Nachher-Bild. Wie sah die Natur, bevor ich kam, aus? Und wie sieht die Natur aus, nachdem ich kam? Ja, dann sieht man, dass ich ganz schön Chaos angerichtet habe. Ja. So, würde ich mal sagen. Dann machen wir jetzt hier mal... Ah, da haben wir eh schon eine Ampel drin stehen. Ampel. So. Noch eine Ampel. Noch eine Ampel. So, genau. Und jetzt hier muss ein Drehmovement hin irgendwie. Genau, perfekt. Wir haben das jetzt hier alles ein bisschen abgekapselt. Dadurch sollte hier nicht mehr unbedingt alles falsch laufen. Hoffe ich. Also muss ich hier ein Vorsignal hinsetzen? Muss schon gleich, ne? Okay. Wir werden sehen, was passiert. Also eigentlich sollte jetzt hier genug Platz sein, damit hier die Sachen wenden können. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es so gut funktioniert. Der will wahrscheinlich jetzt abbiegen. Genau. Jetzt fährt der auch da lang. Das ist schon mal gut. Also es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal vorteilhaft, würde ich sagen. Wäre blöd, wenn nicht, ne? So. Ich überlege gerade, wie wir das am besten machen. Ich habe auch schon überlegt, ob wir nicht hier einfach ein großes Band durchlegen. Was wahrscheinlich auch nichts bringt in dem Moment. Ja. Ich bin langsam echt verwirrt. Also das Spiel ist komplex, das muss man lassen. Du kannst so viel machen, du hast so eine Freiheit. Aber du musst doch wissen, wie, weil du musst immer wieder hier halt solche Kleinigkeiten lösen. Die, wie hier oben auch öfters passiert ist. Dass du halt nicht immer unbedingt, sagen wir, in der besten Condition bist. Fährt dir mal einer ab. Bitte. Bitte, 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 bitte. Ja. Und dann unser Bahnhof läuft einigermaßen hier unten. Wir haben nicht mal, wir haben bis jetzt noch nicht mal Verlust gemacht, lol. Genau, jetzt haben wir hier, wie schaut es bei dem aus? Also das Geld wieder gesunken, weil er noch nicht geupdatet hat. Danach können wir nicht sagen, okay, wie viel muss hier noch passieren, damit was funktioniert. Weil Möbel muss er gleich hier irgendwo abholen. Da haben wir extra einen Möbeltransporter, glaube ich sogar. Machen wir eine Normal Speed, würde mich interessieren.
Genau, der biegt jetzt hier ab. Der biegt jetzt hier ab. Die Busse, diese Busse. Busse sind eine Katastrophe in diesem Spiel. Weil die stehen halt auf der Straße und tun entladen. Da gibt es keine so eine Buchtung, wo der LKW drum fahren kann. Deswegen bin ich eigentlich auch mehr Fan von Transport Fever. Das ist besser. Also meiner Meinung nach ist es besser. Ich mag es lieber und ich werde es auch mal wieder spielen. Ich habe es jetzt lange Zeit gesuchtet, wie sonst noch was. Und habe jetzt mal eine Pause gegönnt. Habe jetzt mal Voxel Tycoon ausprobieren wollen, weil einfach die Kombination auch cool ist. Weil du ja, aber im Grunde ist mir aufgefallen, du machst fast dasselbe, außer dass du halt noch die Production Line dazu fügst. Das komplexe Ding hier. Was mich jetzt aber interessieren würde, ist, hier unten blinkt Forschung. Ich habe irgendwie Forschung abgeschlossen. Fertigung 3 habe ich gemacht. Kann ich irgendwas hier machen? Dafür brauche ich Glas. Dafür brauche ich einen Schaltkreis. Dafür brauche ich Eisenbahn und Kupferkabel. Dafür muss ich erstmal Kupfer abbauen. So schaut's aus. Doppelte Bushaltestelle. Bushaltestelle 2. Dafür brauche ich Stein. Ich kriege auch ein neues Depot und ein Güterterminal 2. Und Balkenbrücke. Güterbahnhof neu, Passagierbahnhof neu, Balkenbrücke und ein Depot 2. Dafür brauche ich aber auch Steine. Kann ich mittlerweile schon Stein abbauen? Schon mal die nächste Frage. Steinverarbeitung. Dafür brauche ich Kies und Ziegel. Ah ne, dafür brauche ich Stein einfach. Schau mal. Kann ich schon... Steinbruch. Hätte ich. Okay. Das ist die Frage, wo kriege ich Stein her? Stein? Ich brauche Stein, Leute. Kohle. Nee, habe ich schon. Sand. Nee, danke schön. Kohle. Nein, danke schön. Holz. Nein, danke schön. Oh, da hat jemand Stein. Ich kauf dich. Wir schließen dich sogar mit Bussen an. Ortschaft da drüben. Oh, und das Spiel. Das Spiel hängt erstmal volle Wäsche. Spiel? Lebst du noch? Hey, das Spiel lebt wieder. Alles klar. Da ist Stein, okay. Denn das ist Kohle. Wir haben hier eine Stadt drin. Die können wir rein theoretisch mit Bussen versorgen. Also erstmal mit Busanlinie für Terminals und Zeugs. Ich hätte jetzt mal. Und da drüben kommt auch eine Bushaltestelle hin mitten in der Ortschaft, würde ich sagen. Ich will schauen, dass ich so viel wie möglich abdecken kann. An Leuten, die hier fahren. So. Perfekt. Dann bauen wir noch ein paar Straßen. Perfekt. Und dann wird die Straße hier angeschlossen. Ich hätte gerne da einen Tunnel. Okay, Städte sind verbunden. Dann brauchen wir hier einen Busterminal, Fahrzeugdepots. Am äußersten Ende der Stadt wird das hingebaut. Das Depot kriegt 2 Busse. Ich habe nicht genug Geld dafür, fuck. Mir fehlt Geld. Mir fehlt einfach Geld. Ich brauche Money. Vorspulen wir wieder. Ich brauche mal Geld, Leute. Ich brauche Bus. Kann mir gut.
Dann tun wir jetzt schnell die Route konfigurieren, halt hinzufügen. Transfer. Dann. Transfer. 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 Speichern als. Okay. Und dann hätte ich gerne dupliziert den. Und alle losschicken. Das kam jetzt irgendwie verzögert. Aber okay. Kann man auch machen. Aber die müssen da hinten rausfahren. Können wir nicht hier einfach mal eine Lösung finden, dass wir gescheite Straßenverbindungen haben, so und so. Leute, ihr habt hier echt beschissen Straßen gebaut, wisst ihr das? Kann ich hier sehen, wie viele Leute hier warten? Einer. Hier warten zwei und hier warten mehr Leute. Oh, das wäre aber schon. Die läppern sich, glaube ich. Die läppern sich. Da ist keiner mehr. Kommen alle nach der Zeit wieder zu. Es wird besser. Sobald sie merken, da sind zum Beispiel mehr jetzt schon. Die müssen dann wenden. Die brauchen Wendeplatz hier rein, theoretisch. Vorne bräuchten wir so einen Wendeplatz irgendwie. Oder wir ziehen hier hinten mal eine Straße durch. Das war vielleicht auch gar nicht doof. Wir bauen wieder diese komische Stadt um. Wo ist denn hier planieren wieder? So. Straße. Na, passend tut es jetzt nicht. Jetzt hat. Vielleicht sollte den Hügel so ein bisschen anpassen. Schaut zwar beschissen aus, aber geht besser. Geht nicht unbedingt besser gerade. Das sollte auf jeden Fall die Fahrtroute um einiges verbessern. 245. Das wurde hat sogar mehr Geld gemacht auf der Strecke bis jetzt. Finde ich cool. Na, jetzt können sie hier fahren. Jetzt müssen sie nicht mehr im Kreis fahren. Hier holen die nur Leute ab, lustigerweise. Oder ist die Strecke einfach zu voll? Sind die Busse überladen? Ich glaube, ich hole noch zwei Busse dazu. Kann ich mir die hier anschauen mal. Kosten 1,8. Einnahmen 9,9. Der ist positiv, der nicht. Einer von den beiden ist nicht positiv. Das verstehe ich nicht. Sie haben genug Fahrer, die sind, oder die halt hier halt doch investieren. Der hier ist zum Beispiel auch nicht, lol, der ist auch nicht positiv. Oh Gott. Ja, okay, die sind nicht positiv, das ist klar. Der ist auch nicht positiv, das ist auch klar. Der Passagierzug hier ist zum Beispiel auch nicht positiv. Welche ist denn das? Kann ich mich mal Zug folgen? Das ist der, okay. Details, schauen wir mal, Statistik. Er fährt mit ein paar mit Leuten, okay. Also wir wollen dann hier wahrscheinlich auch nicht fahren. Wenn wir hier mal gucken, hier fahren, warten vier Leute. Die Verbindung lohnt sich dezent nicht. Das ist toll. Das ist grandios hier. Aber rein theoretisch kann ich hier gerade anfangen, Steinbrüche zu bauen. Damit wir die dann abholen können.
Steinbruch Heaven. Es wird die erste Linie sein, die offiziell transportiert. So, und jetzt kriegt ihr den Bahnhof. Güterbahnhof, extrem lang. Das muss ich jetzt an unser aktuelles Netzwerk hier anschließen. Würde gerne ebenerdig rauskommen. Nochmal Tunnel bauen. Wieder ebenerdig rauskommen. So, und dann brauchen wir natürlich hier wieder Ampeln. Dann bleibt es nicht gut geregelt. Eine Schiene nur für einen Job. Leco mio. Aber sie wird ihren Sinn erfüllen. Wir haben hier jetzt die Steinproduktion stehen. Wir bauen einen Zug, der uns jetzt nur das holt. Weil dann können wir auch wahrscheinlich endlich die neuen Züge und alles haben. Das ist natürlich dann genial schon. Wir haben Vorsprung. Fortschritt durch Technik und so Zeugs. Duplizieren. Sind wir schon über 200 lang, bedeutet, werden wir die zwei wieder löschen. Das passt. So, halt hinzufügen. Du hältst entladen. Und hier hinten sollst du laden. Let's go. Neuer Transporter unterwegs auch hier auf dem Ding. Und ich glaube mit sogar einem anderen Waggon wie sonst. Was für ihn natürlich jetzt problematisch ist, er muss jetzt einmal außen rumfahren im Kreis. Er hat jetzt keine andere Wahl. Kohlevorkommen für 50% abgebaut schon. Ups. Wie gesagt, sobald da die Vorkommen weg sind, müssen wir eher auf eine zentrale Produktion umleiten, weil es bringt sich nichts vor Ort, immer an bestimmten Punkten eine Produktion zu bauen, wenn die irgendwann abgeerntet ist. Dann müssen wir woanders die Produktion hinsetzen einfach. Voll. Ich hätte die Hälfte der Sachen hier nicht gebraucht, aber scheiß drauf. Ah, okay, gut zu wissen. Je höher er fährt, runter ist besser, rauf ist kacke. Sozusagen. Und das Labor kriegt jetzt den Auftrag. Wir hätten gern zur Forschung erstmal Gleise 2. Wieso kann der jetzt zum Beispiel nicht starten? Er hat doch hier Steine. Oh lol, sag mir nicht, der muss. Ach, blödes Labor. Labor. Das muss in der Nähe sein. Was soll denn das jetzt? Neue Forschung. Gleise. Jetzt ist der Verbrauch auch da. So wollen wir das. Eieiei.
kommt der neue Stein angeliefert schon. Schauen wir, wie gut der verbraucht. Eigentlich sollte es relativ schnell der Verbrauch gehen. 5, ja, der braucht doch ordentlich was. Aber Leute, hups, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.